Es geht schon weiter bei Let's Play Half-Life 2 Episode 2. Im ersten Part wurden mal wieder mehr Fragen als Antworten aufgeworfen. Aber das Geile ist mal wieder, was geht da ab? Alex wurde von einem Mini-Strider angegriffen und ist jetzt wahrscheinlich tot. Und ich weiß nicht, ob das Ding auch uns angreift. Und ja, wir sind in White Forest und müssen zu Dr. Eli kommen, aber Alex ist tot. Da liegt sie. Und da, oh nein, ein Ameisenlöwe frisst jetzt. Was ist das? Hä? Der ist ja gerade explodiert. Ein Wattigant! Ein Wattigant. Hallo, Wattigant, hilfst du uns auch mal? Wo ist eigentlich Gnomio hin? Wo ist Gnomio? Ach geil, hat sich ja nicht gelohnt. Hey, kannst du sie nicht irgendwie heilen oder so? Hallo? Alex Vance, welch Leid geschah. Ah, Dr. Freeman, ich bin erfreut, dass zumindest er unverletzt ist. Aber Alex Vance, ihr Zustand ist kritisch. Schaffst du es? Hallo? Oh, danke schön. Gnomi hat's überlebt. Ach, Glück gehabt. Sie zu heilen erfordert mehr, als ich allein vermag. Was? Ich will die Meinen rufen. Alex. Hallo? Oh. Ja, die Waterguns haben ja immer diese merkwürdige Sprache, mit der sie kommunizieren, die Menschen nicht verstehen. Und sie haben irgendwie auch heilende Kräfte, das haben sie ja schon öfters gemacht. Wir treffen die Meinen in einem Versteck unter der Erde. Bringen wir sie schnell dorthin. Oh, Alex. Ich will sie stabilisieren, wenn Dr. Freeman uns Schutz bietet. Ach geil, ich, Gnomi und die Gravity Gun müssen ihn jetzt schützen, oder was? Ja. Eilen wir, Freeman. Ja, ich laufe. Hilfe erwartet uns in den Minen. Können wir es nicht andersrum machen? Ganz ehrlich, ich habe keine Waffen und gar nichts. Und du hast deine Superpower. Und ist eigentlich das Strider-Viech weg? Das würde mich mal gerade interessieren. Der Atem ist schwach. Da sind Ameisenlöwen. Ja, geil. Wenn die ganz kämpfen, was soll ich bitte gegen die machen? Sie anhusten? Ja, ich laufe doch schon. Wattigant? Ey, wo geht der bitte hin? Egal. Okay, wie es aussieht, müssen wir in den Fahrstuhl hier gehen. Komm mit. Vielleicht kann Dr. Freeman diesen Fahrstuhl reparieren. Unser Brecheisen. Gnomio! Oh, ach, toll. Weiter, Freeman. Er ist verwandt. Gnomio. Ich bringe sie auf anderem Wege zu den Meinen. Ich muss dich hier zurücklassen. Es tut mir leid, aber es geht um Alex. Ich komme, um dich zu retten, Gnomio. Ich verspreche es. Okay, gut. Lade Daten. Ja, schon mal ein richtig actiongeladenes erstes Kapitel hier jetzt schon mal. Alex ist verwundet, die Wattigons helfen uns, aber wir wollen eigentlich nach White Force und irgendeine Rakete starten oder irgend sowas. Und hier komme ich, wie es aussieht, gerade weiter. Und ja, immerhin haben wir schon mal wieder unser Brecheisen. Obwohl, eine Knarre wäre mir gerade lieber. Okay, was gibt's hier? Immerhin schon mal keine Zombies. Das ist schon mal immerhin halbwegs gut. Okay, wie macht man das am besten? Also, drehen. Komm, dreh, Gordon. Gordinho. Oh, aber echt mal, was geht hier schon mal ab? Ganz ehrlich. Das waren jetzt die ersten paar Minuten und da... müssen wir noch weiter hoch? Ja, ich gehe mal weiter hoch. Sieht gut aus. Ja gut, ich bin jetzt einfach mal weitergegangen. Ich glaube, es wird gut. Ja, geh weg, Tisch. Kaputter Tisch. Und eine Knarre. Oh, super. Damit kann ich viel gegen eine Million Ameisenlöwen machen. Was macht die da? Hä? Was soll denn das werden? Oh, da sind viele Ameisenlöwen, wie es aussieht. Aber hier ist schon mal nochmal ein bisschen Munition. Okay, ich glaube, wir können runter. Hallo? Bin genau auf einer Kiste gelandet. Finde ich gut. Boah, echt mal, die Geräusche machen mich hier gerade ein bisschen nervös. Ich weiß, dass die von mir kommen, aber trotzdem. Okay, gut. Wie geht's am besten weiter? Ich würde sagen, wir gehen da lang.
Oh nein. Ich habe jetzt kein... was ist das? Was zur Hölle war das? Okay, darunter. Der stürzt ein. Sind die Giftkrabben oder was? Ja, das sind Giftkrabben. Ich höre sie. Und dazu ist hier was richtig schön Großes. Ich weiß nicht was, aber irgendwas richtig Großes ist hier. Drecksviech. Oh, ich hasse es einfach in Höhlen. Ach so, ey, was sind das für Viecher? Keine Ahnung, was sie sind, aber ich greife sie einfach mal an. Was sind das für gelbe Kügelchen? Ach, ich habe keine Ahnung. Ey, man, was das hier alles schon wieder soll. Aber wie es aussieht, greifen das nicht an. Sind das irgendwie Larven oder so? Es kommt mir irgendwie so vor, als wären das hier Larven. Von, komm mal. Die geben Munition. Okay. Aber die Ameisenlöwen werden wahrscheinlich nicht so glücklich sein, wenn wir hier ihre Babys töten. Ach, scheiß drauf. Die sind eh immer schlecht gelaunt. Was war das hier gerade? Hä, da ist ja gerade irgendwas vorbeigelaufen. Und das fett aus, das Viech. Igitt. Ach, nö. Ich meine, jetzt sind wir wahrscheinlich in so einem Brutnest von denen gelandet. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mich das hier gerade ein bisschen nervös macht. Aber wie es aussieht, greifen uns die Viecher schon mal nicht an. Die geben, glaube ich, Munition und Lebensenergie oder so. What the hell? Blutgifte diagnostiziert. Was? Zur Hölle! Was zur Hölle ist das für ein Viech? Was ist das? Säureflex bekommen. Cool. Was ist das für ein Viech? Echt, Mann. Du schießt mit Säure auf uns und tut unser ganzes Leben abziehen. Ach, geil. Echt, Mann. Es beginnt ja schon wieder Kacke. Boah. Echt, Mann. Ich will nicht mehr in Höhlen drin sein. Echt, Mann. Das kotzt mich vor an. Oh mein Gott, was ist das hier für eine Scheiße? Ja, wie soll ich da hoch? Die machen mich fertig, die Viecher. Spotzt mal bitte. Spotzt? Oder ich könnte sie versuchen wegzuschießen. Ich meine, aber was sind... Shotgun! Wartet, da muss ich jetzt nur laden. Ich weiß, ich lade viel zu oft, aber ich will halt die mit dem Ding töten. Alter! Gordon Freeman, du bist der blödeste, schlaue Mensch, den es auf dieser Welt gibt. Echt, Mann, die Dinger sind scheiße. Werden das auch zufällig mal weniger... Oh, hier kriegen wir auch gleich nochmal Granaten. Okay, das machen wir dann so, so. Boah! Was sind das für Scheißviecher? Jetzt ist ein totes Scheißviech. Igitt. Egal, ich mach das kaputt. Okay, immerhin geben die Schockmunition. Das finde ich schon mal cool. Geht's da zufällig weiter? Ich hau einfach die Viecher kaputt. Einfach so zum Spaß. Okay, ich glaube, das sind Larven von dem. Da bin ich mir jetzt fast schon sicher. Schockmunition brauchen wir nicht. Munition hierfür können wir gebrauchen. Die Granaten nehme ich mir auch mal mit. Und ja, jetzt sind wir hier schon immer noch scheiße schlecht
eigentlich ausgerüstet, weil wir nichts Gescheites dabei haben. Und ich hau das Ding nicht kaputt. Okay, da. Wie es aussieht, geht's hier nicht weiter. Das heißt, wir müssen wieder zurücklaufen. Die Frage ist, wohin, wohin, wohin? Wahrscheinlich darunter in das Loch. Okay. Ich springe da erstmal rein. Ob das eine gute Idee ist? Hallo, ich kann mich gerade irgendwie nicht bewegen. Ja. Geil. Oh, ey, was fressen die Viecher alles? Echt mal. Die haben Revolvermunition im Magen. Echt mal. Ist ja eklig hier. Hallo, darf ich da durch? Hä, was ist das die ganze Zeit, was hier so macht? Hä, sollte ich überhaupt hier hin? Ich sehe gerade nicht den Sinn davon, dass ich hergegangen bin. Oh doch, natürlich, da geht's ja weiter. Was ist das für eine Kacke? Ey, Mann. Überall sind hier irgendwelche Giftviecher. Hä? Echt, Mann. Mit meiner Gravity Gun kann ich die Viecher nicht weghauen. Warum kann ich die mit meiner Gravity Gun nicht weghauen? Normale Ameisenleben kann man doch auch weghauen. Echt, Mann, das gefällt mir schon mal gar nicht hier. Oh. Und da ist die ganze Zeit so ein hässliches Viech, glaube ich. So ein Monster. Wahrscheinlich so ein Ameisenlöwenwächter. Ach, nö, kein Ameisenlöwenwächter. Ach, nö. Das erinnert mich gerade irgendwie ein bisschen am Bulletstorm hier. Da, wo wir... Ey. Ist das Viech immer tot? Dankeschön. Wahrscheinlich lebt es noch und macht mich jetzt fertig. Hat du davon. Oh, echt, Mann. Ich habe mir so gewünscht, dass man in Half-Life Episode 2 nicht am Anfang die ganze Zeit gegen die Viecher kämpfen muss. Und gegen Zombies. Und was machen wir natürlich? Ganz ehrlich, was habt ihr erwartet? Was war das? Ist es gerade da reingefallen oder was? Hä? Oh, da, wo ist mein Vortigon-Freund eigentlich? Der chillt sich da irgendwo einer ab und sagt dann, oh, Freeman, wo waren Sie denn die ganze Zeit? Okay. Wow. Ich, man, jag mir hier ein Herzinfarkt an. Ach, da sind die Freunde wieder. Hey, da kämpfen zwei Ameisenlöwen gegeneinander. Finde ich cool. Ey, cool, der Ameisenlöwe wird dem Ding eingesaugt. Wie das aussieht. Das wird wie geil das aussieht. Okay, hier etwas. Ey, also diese kleinen gelben Dinger sind Leben, fällt mir gerade auf. Die, die immer abgeben. Oh, da sind wieder die Viecher. Ich hab dich doch schon gesehen. Camp jetzt nicht nur rum hier. Kannst du mich nicht abschießen? Oh, tut mir aber leid. Weißt du, tut mir echt leid. Eigentlich nicht, aber scheiß drauf. Komm. Ja! Drei Revolverschüsse brauche ich für die. Echt, Mann? Wer? Das Bein wird von dem eingesaugt. Stirb! Oh! Echt, Mann. Das Ding hat mich gerade so erschreckt hier. Ja, natürlich die Spotzviecher. Wo ist der Spucker? Spucker! Soll ich deine Babys töten?
sie Spaß macht, töte ich sie. Hä, wo ist der hin? Die können zufällig nicht schwimmen, oder? Bin ich schon mal gut. Kommt mir so vor, oder habe ich da gerade irgendwie die Erde beben gehört? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ey, man, tut mir übrigens leid, dass ich zu wenig rede, aber ich muss mich hier saumäßig konzentrieren und ich habe gerade echt ein bisschen Angst hier. Hallo. Okay. Gut, dann haben wir immer die hässlichen Viecher schon mal getötet. Ja, und natürlich noch neue hässliche Viecher. Natürlich steht noch Framedrop, wenn ich auf das schieße. Und das Viech ist tot. Das finde ich immer schön. Stirbt. Können die nicht auch mal Rüstung abgeben hier? Echt, Mann, ich habe noch 14 Schocker-Munition. Ich wünschte, ich hätte unendlich Schocker-Munition. Weg da. Weg da. Okay, gut, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder bei Let's Play Half-Life 2 Episode 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao.